an der Universität Leibniz, Leibniz-Universität Hannover und Universität Bielefeld. Er promovierte bei Professor Erika Fischer-Lichte am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin über Theateraufführungen, die sich gleichermaßen an Gehörlose und Hörende richtet. Daneben arbeitete er als Regieassistent und Dramaturg in Theaterprojekten mit Gehörlosen, Schwerhörigen, Hörenden und mehrfach behinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund. Genau. Über Theater schreibt er in meinem Aufsatz mit dem Titel Was sind meine Gedanken zur aktuellen Gebärdensprachkunst und was wünsche ich mir für die Zukunft? Zitat: Für mich ist Theater nicht bloß Vermittlung von Inhalten, die möglichst widerstandslos verstanden werden müssten. Mich interessieren neue Formen und Gestaltungswege, mit Inhalten umzugehen, und hier bestehen meines Erachtens noch viele Möglichkeiten. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schon die erste Hürde. Schön, dass ihr und Sie hier erschienen sind, trotz der prominenten Konkurrenz im anderen Saal. Eine kurze Frage: Gibt es irgendjemand, der eine Audiodeskription von Bildern und Videos benötigt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ansonsten möchte ich auch darauf hinweisen, ich komme von der Uni, wir drücken Dinge manchmal kompliziert aus. Haben Sie keine Scheu, mit Ihren rosa Blumen zu wedeln, wenn irgendwas nicht bei Ihnen ankommt. Gut, Ästhetiken des Zugangs im Theater für Gehörlose und Hörende ist mein Thema. Ich möchte aber einen Schritt vorher einsteigen. Und zwar in der Beschäftigung von Theater und Behinderung ist häufig der Fokus auf Darstellerinnen und Darsteller mit Behinderung, und zwar sowohl in der Literatur darüber als auch in der Praxis. Und so wie Noah Winter in ihrem Vortrag heute Morgen schon gesagt hat, was ist eigentlich mit dem Publikum? Das ist doch der größte Teil dieser der Leute im Theater. Und das ist genau das, was mich interessiert. Also behinderte Menschen nicht immer als Objekt des Blickes der Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Behinderung zu sehen, sondern sie eben auch als Teil des Publikums zu sehen. Und ich habe mich damit beschäftigt, also am Beispiel des Theaters von Hörlosen und Hörenden, wie kann sowas aussehen? Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Sachen zu erzählen. Wie gesagt, es geht um Theater für Gehörlose und hörende Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht nicht um gehörlosen Theater im engeren Sinne, das heißt, was innerhalb der gehörlosen Community gemacht wird. Zum Aufbau meines Vortrags, ich möchte erst den ersten Go-To-Ansatz, den viele Theater, die sich für gehörlose Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen möchten, anwenden, Ihnen vorstellen. Ich habe Ihnen in Ermangelung eines besseren Wortes den technokratischen Ansatz genannt und möchte auch gleich eine Kritik daran anbringen und als Gegenmodell eine Ästhetik des Zugangs vorstellen und die mit zwei Beispielen illustrieren. Ich werde viel beschreiben, also viel aus der Zuschauerperspektive Ihnen erzählen. Beim Beispiel des Zweisprachentheaters würde ich auch ein bisschen aus der Praxis erzählen. Ich nehme mal an, hier sind viele Praktikerinnen und Praktiker, also falls Sie sich dafür interessieren, kann ich Ihnen mal erzählen, wie ich das oder wie wir das damals gemacht haben. Und Sie können dann für sich entscheiden, ob Sie das irgendwie gut finden oder nicht. Der technokratische Ansatz. Ich habe den jetzt einfach mal so genannt, weil es in diesem Ansatz hauptsächlich um Techniken und Technologien der Accessibility geht. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben jetzt hier ein Theater, das hat eine Inszenierung, die für ein hörendes Publikum gemacht wurde. Und jetzt überlegt man, wir wollen auch gehörlose Zuschauerinnen und Zuschauer dabei haben. Deswegen haben wir jetzt eine Informationsschleife oder Übertitel oder eine Gebärdensprachverdolmetschung oder anderes. Und das Ziel von solchen Aufführungen ist,
Aufführungen einem gehörlosen oder schwerhörigen Publikum zugänglich machen. Und wie macht man das? Indem man das Verstehen von Plot und Dialogen ermöglicht. So, ich habe Ihnen schon Kritik daran angekündigt. Man kann drei verschiedene Dinge daran kritisieren, was ich jetzt auch tue. Und zwar zum einen die Implementierung, zweitens eine Hierarchisierung der Publika und drittens, dass dieser Ansatz die Beschaffenheit von Aufführungen ignoriert. Zum ersten Punkt, da habe ich mich jetzt auch gerade mit einer gehörlosen Theatergängerin unterhalten, die jetzt leider schon gehen musste, die mir das auch bestätigt hat. Gerade bei gedolmetschten Aufführungen ist es so, man macht irgendwo an den Bühnenrand oder gar nicht mal auf die Bühne, stellt man einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin hin und die soll dann die gesamte Aufführung dolmetschen. Das heißt, die sind zum Teil nicht gut sichtbar oder man muss sich als gehörloser Zuschauer, gehörlose Zuschauerin die ganze Zeit entscheiden, wo gucke ich eigentlich hin, man verpasst immer die Hälfte. Es ist zum Teil auch einfach unvollständig, weil wie geht man mit Musik oder Geräuschen um oder wie sollen ein oder zwei Dolmetscher überhaupt klar machen, wer ist gerade am Sprechen, wenn wir jetzt fünf Personen auf der Bühne haben. Es gibt häufig keine Qualitätssicherung, die ein gehörloses Publikum oder die gehörlose Zielgruppe involviert. Und das hat auch Noah Winter heute Vormittag schon erwähnt, das ist was so nachträglich aufgepfropft wird. Also das heißt, wir haben weiterhin eine Inszenierung, die wird für Hörende gemacht, dann hinterher macht man da irgendwie noch so ein Add-on also mittels irgendwelcher technischer, technologischer Vorgehensweisen und denkt, jetzt hat man Barrierefreiheit geschaffen. Dieses nachträgliche Aufpfropfen, zum Teil auch mit dieser häufig vorhandenen räumlichen Trennung von Dolmetscherinnen und Bühnengeschehen oder auch Übertiteln und Bühnengeschehen, führt meines Erachtens zu einer Hierarchisierung im Publika. Das heißt, wir haben einerseits das normale Publikum, die können einfach in eine Aufführung gehen, und dann haben wir das Publikum, das vermeintlich oder tatsächlich nicht in der Lage ist, eine Theateraufführung ohne zusätzliche Maßnahmen zu besuchen. Das heißt, es gibt diejenigen mit den besonderen Bedürfnissen. Und diese Gruppe wird, man könnte fast sagen, die wird durch diese nachträglichen Accessibility-Maßnahmen eigentlich erst hervorgebracht. Wir haben jetzt hier die Dolmetscher für diejenigen, die sonst nicht ins Theater gehen können. Und das Dritte, das würde noch einen Schritt weiter gehen, und da komme ich auch mit meinem Hintergrund als Theaterwissenschaftler besonders rein. Meines Erachtens wird hier die Beschaffenheit von Aufführungen ignoriert. In diesem Ansatz, wenn es hauptsächlich um Übertitelung oder Verdolmetschung geht, wird Bedeutung in einem, oder wird Theater auf die Sprache und die Dialoge und vielleicht auch die Handlung reduziert. Theater ist aber viel mehr. Erika Fischer-Lichte, die meine Doktormutter, hat das die Emergenz von Bedeutung genannt. Ihrer Ansicht nach, und dem würde ich mich auch anschließen, ist die Bedeutung von, also Bedeutung im Theater ist nicht im Vorfeld festgelegt. Also natürlich haben sich Regisseur, Schauspieler, wie auch immer, haben sich was dabei gedacht, aber letztendlich die Bedeutung, die das für den einzelnen Zuschauer hat, die entsteht im Moment selbst, im Aufeinandertreffen von Zuschauer und Darsteller in der Aufführung. Und diese Bedeutung ist hier. Also gerade Bildlichkeit, Geräusche oder auch gerade eben Nicht-Verstehen kann die Bedeutungsgenerierung auch beeinflussen. Das heißt, wenn wir jetzt diesen technokratischen Ansatz haben, wird Bedeutung und Theater auf Sprache reduziert, die übersetzbar ist. Und Theater hat einfach einen enormen Überschuss. Zweitens, im Idealfall ermöglicht Theater eine ästhetische Erfahrung.
Das heißt, mir wird möglicherweise nicht irgendwie nur eine Geschichte erzählt, sondern ich werde in irgendeiner Weise berührt oder empfinde irgendwas, was nicht unbedingt immer mit kognitivem Verständnis zu tun haben muss oder sprachlichem Verständnis. Ästhetik oder ästhetische Erfahrung ist natürlich eng verbunden mit Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung ist einerseits individuell unterschiedlich, aber andererseits, und ich denke, das ist offensichtlich, wenn wir Gehörlose und Hörende haben, natürlich auch zwischen den spezifischen Gruppen verschieden. Das ist zum einen natürlich körperlich bedingt, aber andererseits gehört zur Wahrnehmung auch, was wird überhaupt wahrgenommen und wie nehme ich es wahr und wie ordne ich das Wahrgenommene ein. Das heißt, wenn wir jetzt einen gehörlosen Körper auf der Bühne haben, für Gehörlose ist das normal, das ist deren eigene Lebensrealität. Da ist jemand, der ist so wie ich. Für Hörende ist das was, in der Regel was Besonderes. Das ist was, das ist nicht normal. Das ist was, da steht eine Distanz und eine Differenz zu mir, was möglicherweise auch einer Erklärung bedarf. Warum ist da ein Gehörloser auf der Bühne? Ist die Figur jetzt gehörlos oder was soll das eigentlich? Also dass da einfach dieser Begriff von was ist ein normaler Körper im Publikum unterschiedlich ist. Und das ist was, was auch nicht sprachlich vermittelt wird und nicht einfach übersetzt werden kann. Und das Dritte, wodurch sich meines Erachtens Aufführungen auch auszeichnen, ist, einerseits sind Aufführungen irgendwie getrennt vom Alltagsleben, also es ist irgendwie was Besonderes, also da, was da auf der Bühne passiert, das ist irgendwie nicht echt, aber andererseits ist Theater trotzdem ein sozialer Ort. Also wir befinden uns wirklich alle körperlich dort und die körperlichen Eigenschaften und auch soziale Strukturen oder Machtverhältnisse, die hören nicht auf zu existieren, sobald wir im Theater sind. Und das kann man möglicherweise im Rahmen einer Theaterführung versuchen, irgendwie zu subvertieren oder zu adressieren, wie auch immer. Aber grundsätzlich befinden wir uns immer noch in einer sozialen Situation. Und meines Erachtens spielt das beim Aufeinandertreffen von Gehörlosen und Hörenden im Theater auch eine Rolle. Und das ist auch irgendwas, was man nicht einfach mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin oder einem Übertitel wegbekommt, wenn man das überhaupt will. Jetzt habe ich viel kritisiert. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte noch mal ein bisschen vorher ansetzen, wenn wir jetzt Theater für Gehörlose und Hörende machen wollen, können wir uns vielleicht mal klar machen, was sind denn überhaupt Unterschiede zwischen Gehörlosen und Hörenden? Das scheint erstmal banal, aber so banal ist es eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt hier so eine übersichtliche Tabelle, lassen Sie sich davon nicht täuschen, in Wirklichkeit ist es viel unübersichtlicher. Das sieht jetzt so aus, als könnte man einfach so Häkchen machen und dann könnten wir hinterher jemand schön in eine Schublade stecken. So einfach ist es nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem mal in der Form gemacht, weil mit irgendwas müssen wir irgendwie arbeiten. Aber natürlich gibt es keine feste Linie, die wir da zwischen diesen Gruppen ziehen können. Unterschiede zwischen Gehörlosen und Hörenden würde ich in drei verschiedenen Bereichen verortet sehen: Körper, Macht und Kultur. Körper ist, glaube ich, sehr offensichtlich, also natürlich gehört da die Wahrnehmung dazu, also vor allem die Wahrnehmung von akustischen Ereignissen, aber auch von visuellen Input. Es gibt sogar Studien, dass bei der Wahrnehmung von Sprache und von visuellen Einflüssen zum Teil unterschiedliche Hirnaktivität zwischen Gehörlosen und Hörenden bzw. zwischen Speakern und Signern besteht. Dann ein zweiter großer Unterschied im Bereich der Macht. Es gibt einfach Hierarchien zwischen Gehörlosen und Hörenden. Hörende sind die Norm, Gehörlose werden halt jetzt nicht normal gesehen als behindert. Es gibt Diskriminierungen, fehlende Chancengleichheit. Vor allem das, was, wenn Sie Noah Winters Vortrag gesehen haben, was sie in dem sozialen Modell von Behinderung vorgestellt hat, das könnte man dort verorten. Und was bei Gehörlosen jetzt nochmal besonders ist, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Also es gibt Unterschiede zwischen Gehörlosen und Hörenden, die kann man nicht auf unterschiedliche Wahrnehmung
zurückführen. Das sind keine individuellen Unterschiede, sondern das sind Gruppenunterschiede, die man als kulturell bezeichnen muss. Und ganz offensichtlich ist das im Bereich der Sprache. Also Gehörlose haben ihre Gebärdensprachen, die eigene Wortschaft, eigene Grammatik, eigene Ausdrucksmöglichkeiten haben, die sich von Lautsprachen unterscheiden. Sie haben darauf aufbauende künstlerische Traditionen, die es so unter Hörenden nicht gibt. Also sowas wie Gebärdensprachpoesie gibt es eben nur mit Gebärdensprache. Auch Theaterkonventionen können sehr unterschiedlich sein, was in solchen Aufführungen zu Irritationen führen kann. Aber auch soziale Umgangsformen sind häufig unterschiedlich, dass, obwohl ich darüber weiß, wenn ich mich in der gehörlosen Community bewege, bin ich manchmal immer noch so ein bisschen, habe immer noch so den kleinen Kulturschock. Und auch, was ich vorher erwähnt habe, das Körperbild. Also was ist eigentlich was wird als normaler, gesunder Körper gesehen, kann sich unterscheiden. Und ich denke, diese drei Bereiche, Körper, Macht, Kultur, sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wie ein Theater für Gehörlose und Hörende aussehen kann. Und der Vorschlag, den ich mache, das ist jetzt aus meiner Arbeit, die ich über Theater gemacht habe. Also ich habe mir sehr viele Beispiele angeguckt, wie sowas gemacht wird und habe versucht, daraus zu gucken, was für Methoden gibt es da eigentlich. Und ich habe sehr lange nach einem Begriff gesucht, wie bezeichne ich sowas eigentlich, und dann war ich irgendwann sehr dankbar, als ich über den Begriff Aesthetics of Access gestolpert bin, oder Access Aesthetics. Den habe ich das erste Mal in London gehört, diesen Begriff, stammt aus der Theaterpraxis, bezeichnet im Theater für Menschen mit Sinnesbehinderungen eine Produktionsweise, die entsprechende Accessibility Tools, also eben sowas wie Audiodeskription oder Verdolmetschung oder Übertitel, nicht nachträglich aufgepfropft, wie ich es vorher gesagt habe, sondern als ästhetisches, kreatives Mittel in den Inszenierungsprozess mit einbindet. Das heißt, dass so Dinge wie Übersetzung oder Gebärdensprache oder sowas nicht irgendwie neben der Aufführung ist, sondern einfach Teil der Aufführung und diese mitprägt und auch die Arbeitsweise mitprägt. Und ich habe diesen Begriff erweitert, der ursprünglich nur auf die Produktionsseite konzentriert war, auch auf die Rezeptionsseite, also auf die Wahrnehmung, also auch über das Besprechen und Schreiben über Aufführungen würde ich unter diesen Begriff. Damit Sie sich mal ein bisschen was darunter vorstellen können, wie sowas aussehen kann, möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen für mehrsprachiges Theater. Das hier ist, ich würde Ihnen ein paar Minuten zeigen aus der Inszenierung Frühling Erwache der Gruppe Possible World. Das hatte in Berlin 2009 in Ballhaus Ost Premiere. Genau. Thank you.
Runde. Ich heiße Ram. Ich bin 19 Jahre alt. Meine Eltern kommen in Deutschland. Mein Hobby sind Fußball spielen und Freunde treffen. Ich spiele
Moritz. Mein Name ist Simone. Ich bin 21 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus Deutschland und ich spiele die Ilse. Die Martha. Scheiße, ich bin 18 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußballspielen, ins Fitnessstudio gehen und in meiner Freizeit beschweren. Meine Eltern sind stolz auf mich, bin ich selbstständig. Ich spiele den Moritz. Mein Name ist Peter. Ich bin 37 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus Deutschland und interessieren sich nicht, was ich mache. Und ich spiele den Vater von Moritz. Mein Name ist John. Ich bin 15 Jahre alt. Ich gehe in 9. Klasse. Meine Eltern kommen aus Ostdeutschland. Mein Hobby ist Fußball spielen, Volleyball spielen, Tischtennis und so weiter. Ich spiele mit. Ich denke, Sie haben einen Eindruck bekommen, wie diese Aufführungen ausgesehen haben. Ich habe hier einfach mal so kurz zusammengestellt, was hier eigentlich für verschiedene Mittel angewandt wurden. Sie sehen auf der rechten und linken Seite hörende Akteurinnen und gehörlose Akteurinnen. Daraus ergibt sich schon sehr viel von selber, wie man in der Arbeit miteinander umgeht. Und wodurch sich diese Inszenierung insbesondere auszeichnet, sind Ein- und Ausschlussmechanismen. Das heißt, jede Publikumsgruppe hat Anteil an oder Zugang zu bestimmten Szenen und zu anderen nicht oder nur teilweise. Und dieses Verhältnis ändert sich aber die ganze Zeit. Und mal sind die Gehörlosen im Vorteil, mal die Hörenden. Und also Informationen werden asymmetrisch weitergegeben. Zum Teil sind es gleiche Informationen zu unterschiedlicher Zeit. Zum Teil sind es aber auch unterschiedliche Informationen gleichzeitig. Das heißt, je nachdem, welchen Hörstatus ich habe und welchen sprachlichen Hintergrund ich habe, werden mir in dieser Inszenierung unterschiedliche Geschichten erzählt. Und das passiert mit verschiedenen Mitteln, die ich da in dieser Wolke in der Mitte aufgeführt habe, eben Laut- und Gebärdensprache, aber auch ganz viele andere nonverbale Mittel, die vor allem auf den Gesichtssinn zielen, also Bilder, Filme, Pantomime, Gesten, auf der anderen Seite aber auch Klänge. Auch so Dinge, die erstmal banal scheinen, aber die total wichtig sind als theatrales Zeichen, wie die Position der verschiedenen Personen auf der Bühne zueinander und auch dieses Stampfen, was sie immer was ein Zeichen ist, das konnte man relativ einfach übernehmen. In der gehörlosen Community ist das relativ gang und gäbe, wenn irgendjemand nicht hinguckt und wenn man im Idealfall einen Holzboden hat, dann stampft man ein bisschen und dann kriegen die das durch die Vibration mit, da will jemand gerade was von mir. Gleichzeitig ist es was, was taktil, visuell und akustisch wahrnehmbar ist, was diese ganze Aufführung, die so ein bisschen was Episodenhaftes hat, auch strukturiert. Das heißt, es ist einerseits ganz praktisch, weil dieses übliche, ich muss auf mein Stichwort warten, funktioniert halt nicht immer, wenn man es nicht hört und dummerweise hinter der Person steht. Und gleichzeitig wird es dann aber irgendwie auch zu so einem gewissen besonderen Element in der Aufführung, was über den eher pragmatischen Gebrauch hinausgeht. Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, diese Inszenierung geht meines Erachtens genau auf diese drei Bereiche ein, die ich vorher aufgeführt habe. Also Bereich Körper ganz klar durch diese multisensorische Kommunikation, also unterschiedliche Wahrnehmungsvoraussetzungen werden berücksichtigt. Auf das Thema Macht geht sie genau mit diesen Ein- und Ausschlussmechanismen ein, die die ganze Zeit vorkommen. Also dass die ganze Zeit diese vorhandene Hierarchie mit dass irgendwie das Hörende alles verstehen und Gehörlose nur die Hälfte, dass das
die ganze Zeit umgekehrt wird, auch im Wechsel. Und dass tatsächlich jeder mal die jeder in der Aufführung mal die Erfahrung macht, ich bin ausgeschlossen oder ich verstehe alles, aber ich weiß, dass andere ausgeschlossen sind. Oder auch einfach dieses Ding mit, der ist zwar anders, aber ich bin auch anders. Also es gibt die keine besonderen Bedürfnisse, sondern jeder hat einfach Bedürfnisse. Und manchmal werden sie erfüllt und befriedigt und manchmal nicht. Und im Bereich der Kultur, ganz klar, dass Gleichberechtigte zum Einsatz kommen. Und dann etwas, das ist in dieser Aufführung jetzt weniger gewesen, aber ist auch denkbar, wurde in anderen Inszenierungen gemacht, dass künstlerische Traditionen auch von Gehörlosen eine größere Rolle spielen. Also dass man da Gebärdensprachpoesie zum Beispiel integriert. Da habe ich gleich noch ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Und klar, dass verschiedene Theaterkonventionen auseinandertreffen. Das haben Sie vielleicht auch heute schon gesehen, dass zum Beispiel unterschiedlich applaudiert wird. Und das ist was ganz Banales, aber gerade viele Hörende stellen das immer vor die Frage, wie applaudiere ich denn jetzt? Weil wenn ich klatsche, ich will klatschen, weil so mache ich das, aber dann kriegen das die Gehörlosen ja gar nicht mit, also mache ich es irgendwie so. Das ist aber total anstrengend, wenn man das 5 Minuten machen muss und das nicht gewohnt ist. Und außerdem hört man dann irgendwie nichts und dann hört es sich nur so an, als würde man überhaupt nicht applaudieren. Also es ist für viele Hörende, wie sie mir gesagt haben, eine existenzielle Frage, wie man hinterher applaudieren soll. Es gibt einen Kompromiss. Ja. Ich habe es immer so gemacht, solange die Gehörlosen auf der Bühne waren, habe ich so applaudiert, sobald sie von der Bühne runter waren, habe ich akustisch applaudiert. Genau. Eine kurze Zusammenfassung, zweisprachiges Theater. Es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Aber was mir aufgefallen ist, in den Beispielen, die ich gesehen habe, dass dieses Theater sich immer mit den potenziellen Konflikten und bestehenden Hierarchien, die zwischen Gehörlosen und Hörenden bestehen, auseinandersetzt. Und sie macht sie einerseits häufig verständlich in Form von vom Plot, also der Handlung, da kommt das häufig vor. Aber selbst wenn sie das nicht macht, sie macht es erfahrbar, indem jeder im Publikum selbst die Erfahrung macht, dass Kommunikation auch immer mit Ein- und Ausschluss und auch mit einem gewissen Machtverhältnissen verbunden ist. Das heißt, im Gegensatz zu diesem technokratischen Ansatz, den ich vorher vorgestellt habe, wird hier diese Ausgangssituation ästhetisch genutzt. Also es werden die unterschiedlichen kulturellen sprachlichen Einflüsse kombiniert, kontrastiert, und es wird eben nicht als Problem gesehen, sondern etwas, womit man arbeiten kann, möglicherweise auch Spaß haben. Ich habe mir gedacht, dass viele, da hier sicherlich viele Praktiker sind, werde ich mal kurz darauf eingehen, wie wir eigentlich gearbeitet haben. Ich sage wir, weil ich später zu der Gruppe Possible World, zu der ich das Beispiel gezeigt habe, dazu gestoßen bin, erst als Regieassistent und später als Dramaturg. Das heißt, ich war dann auch praktisch involviert. Sie haben auch gesehen, es waren viele Jugendliche dabei. Da waren am Anfang erstmal Gruppenbildung ganz wichtig. Da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues. Aber Verdolmetschung ist einfach ganz klar. Man muss einen Weg finden, in der Probenarbeit kommunizieren zu können. Und das ist sowohl organisatorisch herausfordernd als auch finanziell herausfordernd. Was wir dann häufig gemacht haben, wir haben mit den Darstellerinnen und Darstellern den Hintergrund der Inszenierung relativ intensiv besprochen, weil häufig ist es so, dass von Geburt an Gehörlose Schwierigkeiten mit dem Erwerb von Lese- und Schriftkompetenzen haben. Das hat nichts mit kognitiven Fähigkeiten zu tun, sondern wenn Hörende Schrift lernen, dann lernen wir das über den Umweg der Lautsprache. Wir wissen, wie sich ein Wort anhört und es gibt so eine einigermaßen stabile Verbindung zwischen einem graphischen Zeichen und einem Laut. Wenn wir jetzt aber, wenn wir jetzt diesen Umweg über die Lautsprache nicht haben, haben wir einfach nur vollkommen abstrakte Zeichen, die immer wieder neu kombiniert werden müssen und dann noch in der Grammatik funktionieren, die nicht die Grammatik meiner Sprache ist. Also das ist ein extrem herausfordernder, abstrakter Vorgang und deswegen kommt es sehr auf
individuelle Förderung, Talent und Lust an der, am Lesen lernen, an wie gut dann tatsächlich mit Texten umgegangen werden kann. Das heißt, einfach mal einen Text rausgeben und sagen, mach, lest mal durch und dann wisst ihr alles, funktioniert nicht. Gerade wenn wir Jugendliche haben, die möglicherweise auch, bei denen zu Hause auch kein Deutsch gesprochen wird, auch keine Gebärdensprache gesprochen wird, sondern häufig ein paar rudimentäre Hausgebärden und Lippenlesen die einzige Kommunikationsform ist. Genau, Arbeit am Text. Aber Leute, jetzt nicht weiter. Übersetzung ist insofern wichtig, als viele Dinge einfach nicht eins zu eins übersetzt werden können. Also was wie geht man mit Wortspielen und so weiter. Das ist was, das hat man auch zwischen verschiedenen Lautsprachen, aber Humor in Gebärdensprache funktioniert anders. Und auch, ich habe von kulturellen Unterschieden gesprochen, auch es gibt auch Humorunterschiede zwischen Gehörlosen und Hörenden. Also ich kann, manchmal sehe ich einfach den Witz nicht, wenn Gehörlose sich über irgendwas beömmeln. Ist dann halt so. Und das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Genau, wir haben viel mit Improvisation und autobiografischem Erzählen gearbeitet, um auch irgendwie Zugang zum Thema zu bekommen. Die dramaturgische Arbeit war sehr wichtig. Es gibt einfach kein Patentrezept, wie man mit so einem gemischten Publikum umgeht. Wie schafft man es, dass man jeden irgendwie kriegt? Das ist nicht so einfach. Da muss man viel dran arbeiten. In welcher Sprache spielen wir die Szene? Spielen wir sie mehrmals? Ist es für uns in Ordnung, dass manche Leute was nicht verstehen? Wie viel? In welcher Reihenfolge machen wir das? Können wir zwei rein gebärdensprachliche Szenen hintereinander machen? Oder sind dann die Hörenden zu frustriert? Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und dann Einzelgruppenproben, Aufführungen. Das ist dann relativ populär. Die besonderen Herausforderungen, Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sahen, waren Konflikte in der Gruppe. Das war gar nicht mal nur zwischen Gehörlosen und Hörenden, sondern es war dann auch so, die Jungs fanden die Mädchen doof und die Serben fanden die Vietnamesen doof und also irgendwas war immer. Dann ganz klar die Kommunikation. Dann ein Thema, was ganz schwierig ist, Paternalismus. Also wie kriegt man es hin, dass jetzt nicht doch wieder die schlauen Hörenden den armen Gehörlosen erzählen, wie sie das am besten machen und die Gehörlosen einfach keine andere Option haben, als einfach mal das zu tun, was die Hörenden ihnen sagen. Eine Hierarchisierung durch Laienstatus, das war vor allem hier in diesem Beispiel war es noch so, alle hörenden Darsteller hatten eine Schauspielausbildung, die Hörlosen nicht. Das führt jetzt eben diese Hierarchie, dann Hierarchisierung durch Text, das habe ich vorher schon erzählt. Also dass je schwieriger der Text ist, umso mehr sind die Hörenden im Vorteil, die Hörlosen im Nachteil. Auf der anderen Seite autobiografisches Erzählen, wie kriegt man das hin, dass das irgendwie nicht so eine Bloßstellung ist, also was Peinliches oder genau. Ich habe hier so ein paar Umgangsstrategien, die wir hatten, jetzt mal aufgeführt. Das muss nicht heißen, dass das die einzige oder dass das die richtige Umgangsform damit ist, aber das war so ein Weg, wie wir damit umgegangen sind, was auch etwas ist, was sich so über Jahre hinweg entwickelt hat. Konflikte in der Gruppe, einfach erstmal übliche Gruppenbildungsmaßnahmen, was man sehr regulär hat. Zum Teil aber auch haben wir Konflikte fruchtbar gemacht. Also wenn die zwei Leute sich einfach nicht leiden konnten, dann kann man diese leidenschaftliche Abneigung auch gut auf die Bühne bringen. Kommunikation, vor allem während der Proben, viel mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Das ist, wie gesagt, organisatorisch und finanziell herausfordernd. Was super ist, ist, wenn die Sprachen gegenseitig gelernt werden, also Gehörlose kommen nicht drum rum, die müssen Lautsprache irgendwie lernen in irgendeiner Form, aber wenn auch die hörenden Teammitglieder zumindest Grundzüge der Gebärdensprache können, dass man eben auch mal in der Pause, wenn man sich ein Brot schmiert, auch mal unterhalten kann, ohne dass die Dolmetscherin daneben stehen muss. Und ganz wichtig, Geduld und Aufgeschlossenheit, sonst funktioniert gar nichts. Paternalismus. Dem haben wir irgendwann versucht entgegenzuwirken, indem in das Produktionsteam auch
das war am Anfang rein Hören, dass dort auch Gehörlose mitgewirkt haben. Also wir hatten später einen gehörlosen Dramaturgen mit dabei. Das war, mag vielleicht noch nicht sonderlich befriedigend gewesen sein, aber das war ein bisschen, das war und ist so das Schwierigste in der Gruppenarbeit, meines Erachtens nach. Hierarchisieren durch Reihenstatus, zum einen haben die gehörlosen Darsteller, die über Jahre dabei geblieben sind, auch eine gewisse Art Ausbildung genossen. Zum anderen haben wir dann aber auch später hörende Laien und gehörlose Profis eingebunden. Das heißt, dass diese Laien-Profi-Hierarchie nicht mehr äquivalent zur gehörlos-hörenden Hierarchie war, sondern dass das alles irgendwie gemischt war. Hierarchisierung durch Text, eben kann man beginnen mit erstmal, was für einen Text wählt man überhaupt aus. Also bei Shakespeare ist das was ganz anderes als bei was zeitgenössischem. Es kommt ein bisschen auch auf die Hintergründe der Vorlage an. Also wir haben, wenn wir mit Texten gearbeitet haben, die von Gehörlosen verfasst wurden, haben viele der gehörlosen Darstellerinnen und Darsteller schneller einen Zugang dazu gefunden. Wir haben viel mit Medien gearbeitet, vor allem wenn es darum geht, sich Hintergrundwissen zu erarbeiten. Wir hatten irgendwann eine Inszenierung, die ging um die Geschichte der Gehörlosen. Und da gibt es einfach, da gab es Fernsehsendungen, die der Bayerische Rundfunk gemacht hat, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigt haben aus der Geschichte, die untertitelt waren und mit Gebärdensprache. Damit konnte man gut arbeiten. Und eben das autobiografische Arbeiten, dass dann auch selber was eingebracht werden kann. Und um dieser Bloßstellung durch autobiografisches Erzählen zu entgehen, wir haben nie offen gemacht, was ist Fiktion und was ist autobiografisch. Es war nie eindeutig zu entscheiden, ist das jetzt biografisch inspiriert, ist das jetzt wirklich biografisch, ist das echt? Da kamen manchmal vollkommen schockiert Leute hinterher zu uns und haben gefragt, stimmt das wirklich nicht? Und das kann auch so einen gewissen Schutzraum. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen, was vollkommen anders mit der Situation umgeht, und zwar visuelles Theater. Ein Virtuose des virtuellen Theaters ist Ramesh Mayapan. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, und er ist gehörlos und konnte mir dabei auch nicht helfen. Ich würde ein bisschen über sein Stück Snails and Ketchup sprechen, was 2011 am Edinburgh Fringe Premiere hatte, nach einem Text von Italo Calvino, der Baron auf den Bäumen. Die Handlung ist folgende: Es ist ein Ein-Personen-Stück, Ramesh übernimmt sämtliche Rollen, und die Handlung ist, die Hauptrolle ist der Sohn in einer Familie, bisschen Außenseiter, der irgendwann eine gewisse Faszination für Schnecken entwickelt. Eines Tages oder eines Abends vielmehr gibt es zum Essen Schnecken. Und er weigert sich, diese Schnecken zu essen. Und sein tyrannischer Vater kann das nicht akzeptieren und sperrt ihn dann in irgendeinen Kellerraum. Er bricht aus und beschließt, er will nicht mehr zu seiner Familie zurück, sondern er klettert auf einen Baum und bewegt sich nur noch in den Bäumen. Und seine Familie kommt und will ihn wieder runterzukommen. Gerade mit seiner Schwester, mit der er sich gut versteht, da bedauert er das, aber insgesamt entscheidet er sich dafür, in den Bäumen zu bleiben. So kriegen Sie ungefähr mal so einen Eindruck, wie diese Bühne aussah. Was hat Ramesh jetzt Besonderes gemacht? Warum visuelles Theater? Warum sage ich nicht einfach Pantomime? Meines Erachtens ist das Besondere an Ramesh, dass er verschiedenes Bewegungsvokabular, was es im Theatertradition der Hörenden als auch der Gehörlosen gibt, auswählt und neu kombiniert und zum Teil quasi zweckentfremdet. Ein Beispiel ist die Nutzung von Luftakrobatik. Also er ist die ganze Zeit an diesen Seilen am Klettern und Schwingen und Hängen. Luftakrobatik ist traditionell eher was aus dem Zirkus kommt, also da geht es, glaube ich, eher darum, Staunen zu erregen, was diese Person alles kann.
Der nutzt das aber als narratives Mittel, indem er die verschiedenen Zonen der Bühne auflädt mit Bedeutung. Das heißt, der Boden, an dem sie eher mit seiner Familie ist, bedeutet das tyrannische Familienleben. Sobald er oben in den Bäumen ist, wird das Ganze eher assoziiert mit Freiheit oder Einsamkeit, aber auch Einsamkeit. Also das ist was, was so relativ klar am Anfang etabliert wird. Bäume, Freiheit, Einsamkeit, Boden, Familie, Tyrannei. Und sobald das einmal etabliert ist, geht Ramesh damit um. Und ich habe vorher die Position von Personen im Raum erwähnt. Und das ist dort ganz, ganz stark der Fall. Wenn Ramesh weiter runter im Seil klettert, kann man das sehen als Annäherung an seine Familie. Wenn er wieder hochklettert, ist das wie eine Distanz. Und es gibt dann gegen Ende der Aufführung einen Augenblick, wo er dann, nachdem er, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde nur in den Seilen war, noch einmal auf den Boden kommt. Was wirklich dann so ein ganz entscheidender Moment ist, was einem sofort klar ist, weil man gesehen hat, dass er die ganze Zeit diesen Boden nicht berührt, also als wäre es Lava, wie in diesem Kinderspiel. Und dann ist er auf einmal auf dem Boden. Und das macht so einen ganz starken Eindruck. Das ist was Luftakrobatik normalerweise, also das ist das erste Mal, dass ich das als narratives Mittel gesehen habe. Was inspiriert ist vom New Circus, würde ich sagen. Also sowas wie Cirque du Soleil, wenn Sie das kennen, wo wir dann auch im Zirkus haben, wo gewisse narrative Elemente mitspielen. Was er aber eben auch macht, ist Traditionen von Gehörlosen mit einbeziehen. Und zwar an so einem Übergang von Pantomime und Gebärdensprache. Das nennt man Sign Mime oder Visual Vernacular. Es gibt Personen, die sagen, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Mir konnte aber noch keiner erklären, was dieser Unterschied ist. Deswegen benutze ich sie synonym. Ich kann das mal kurz versuchen vorzuführen. Wo gibt es hier eine Rückkopplung? Dann machen wir es mal kurz ohne Mikro. Seine Interaktion mit Schnecken zeigt das irgendwie ganz gut. Am Anfang ist es so ganz klassisch Pantomime. Also er ist seine Person im Raum, er geht um, er will sie nicht zertreten, er hebt sie vielleicht auf. Das ist eine ganz klassische Technik, die wir aus der Pantomime kennen. Jetzt gucken Sie mal auf das erste Foto. Jetzt übernimmt seine Hand die Funktion der Schnecke. Er selber ist aber gleichzeitig noch in der Rolle des Jungen, der die Schnecke betrachtet. Das ist eine grammatische Struktur der Gebärdensprache. Sowas nennt man eine Klassifikator-Handform. Klassifikatoren sind eben besondere Handformen, die für einen Gegenstand stehen, mit dem man in irgendeiner Weise interagiert. Das gibt es so in der Pantomime in der Regel nicht. Das heißt, er nutzt das und es ist jedem auch sofort klar, dass hier jetzt die Schnecke ist und er guckt irgendwie zu, wie sie irgendwie umkriegt oder sie guckt ihn an oder wie auch immer. Und dann übernimmt er tatsächlich selber die Rolle der Schnecke. Und diese Rollenübernahme ist immer verbunden mit so einer Art Änderung der Kameraperspektive. Das heißt, wir sind jetzt erst hier in der Schnecke, also hier der Junge, der die Schnecke betrachtet, und jetzt bin ich hier und bin die Schnecke. Also er macht das natürlich viel eleganter, als ich das kann. Rollenübernahme ist auch eine grammatische Struktur von Gebärdensprachen. Das muss nicht immer heißen, dass man da irgendwie was spielt, sondern das ist auch irgendwas, was im ganz normalen, was in ganz normalen Texten, die müssen jetzt nicht in irgendeiner Weise künstlerisch oder kreativ sein, vorkommt. Und diese Strukturen, sowas wie Klassifikatoren, Rollenübernahme und dieser Wechsel dieser Kameraeinstellungen von auch so totale oder Großaufnahme oder sowas, das ist was, was man in Gebärdensprachen findet und was Ramesh nutzt und wofür man aber keine Gebärdensprache können muss, um den folgen zu können. Und das ist eben das Spannende. Ich habe leider keine Aufnahme von Ramesh, aber ich möchte Ihnen trotzdem zeigen, wie das aussehen kann, weil ich finde, das sieht wirklich sehr toll aus. Und ich zeige Ihnen ein anderes Beispiel des Duos Flying Birds Project aus den USA. Das ist der Performer, den Sie gleich sehen werden, ist Peter Cook. Und die Performance heißt Poetry, basiert auf der amerikanischen Gebärde für Poesie, Poetry, die geht so.
sehende Performance. Und Kenny Lerner ist der hörende Part, der macht so eine Art Voice-Over, was ich persönlich eher so ein bisschen nervig finde. Also ich finde, es nimmt dem sehr viel weg, aber ich lasse es trotzdem mal laufen. Und dann, damit kann man, glaube ich, dem sehr gut inhaltlich folgen. Als kleines Beispiel eben Gebärdensprachpoesie oder auch dieses Visual Vernacular, was ich erwähnt habe, dieses Wie-Wie auszudrücken. Poetry. Poetry. Poetry is the shot orbiting, circling, revolving, exploding. It's the open window. It's caught smoking, smoking. It's the flame. And it tastes delicious. It's loaded into the magnum, and it's shot right back into your heart. That's poetry. Poetry. It's the painter and the portrait. Visual Vernacular jetzt eigentlich aus, warum ist das keine normale Gebärdensprache? Nur ganz kurz, was sind so Kennzeichen davon? Zum einen die Re-Ikonisierung von Gebärden. Ich glaube, ich muss mal aufstehen. Das war zum Beispiel das Beispiel, was wir gesehen haben in der Gebärde für Baum. Also die reguläre amerikanische Gebärde für Baum wäre so. Und das wird re-ikonisiert. Das heißt, sie ist ja bildhaft. Und so wird es dann auch genutzt. Das heißt, der Baum kann auf einmal Blätter verlieren oder kann auch unterschiedliche Formen haben. So. Das zweite sind Klassifikatoren, was ich vorher schon erwähnt habe, diese Handformen. Das war zum Beispiel diese Pistolenkugel oder auch die Pistole selber. Rollenübernahme. Ich glaube, das war besonders deutlich bei diesem Wechsel von Maler und Porträt.
Und dieser Perspektivwechsel, das war auch Maler und Porträt. Ich wollte Rollen über. Ich hatte eigentlich verschiedene Beispiele, aber das fällt mir jetzt gar nicht ein. Auf jeden Fall, Sie haben gesehen, es wurden einerseits verschiedene Rollen übernommen und andererseits wurden verschiedene Perspektiven übernommen. Ja, das waren dann wahrscheinlich eher. Und der das so ins Gesicht gekriegt hat. Ja, das war ja aber auch diese Porträt. Nee, es ging, glaube ich, mir um die Kameraperspektiven. Also, dass wir zum Beispiel, dass er. Dass die Pistolenkugel erst nach da geht und dann geht sie aufs Publikum zu oder umgekehrt. Also das dann tatsächlich diese Kameraperspektive jetzt weiß. Genau, also das war jetzt so als Beispiel, wie diese gewährsprachlichen Strukturen genutzt werden können. Um kurz visuelles Theater nochmal zusammenzufassen. Sie haben gesehen, ich habe jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht über irgendwelche Konflikte oder Machtstrukturen geredet. Hier geht es eher um die Betonung von Gemeinsamkeiten, nämlich das Visuelle. Das heißt, Konflikte werden ausgeblendet, die Hierarchien werden nicht die ganze Zeit im Wechsel irgendwie betrieben, sondern sie werden vielmehr nivelliert. Also es soll was sein, wozu beide Zuschauergruppen gleichberechtigt die ganze Zeit über Zugang haben. Ob das gelingt, ist die andere Frage, aber ich würde sagen, das ist so das Ziel. Und das geschieht in Kombination von unterschiedlichem Bewegungsvokabular, was aus den Traditionen von den hörenden und gehörlosen Communities stammt. Und jetzt nochmal hier die große Zusammenfassung zur Ästhetik des Zugangs. Was ich Ihnen versucht habe zu vermitteln heute, ist, dass bei Ästhetiken des Zugangs die prekäre Kommunikationssituation, die immer entsteht, wenn Gehörlose und Hörende aufeinandertreffen, als ästhetisches Potenzial begriffen wird. Eben nicht als Problem wie dieser technokratische Ansatz, sondern als Potenzial, was fruchtbar gemacht werden kann. Und dabei spielen Körper, Macht und Kultur immer eine Rolle, ob implizit oder explizit. Das heißt, man muss jetzt auch keine Inszenierung über Gehörlose und Hörende inhaltlich machen. Es spielt trotzdem eine Rolle. Und ich habe Ihnen zwei Strategien des Umgangs vorgestellt. Einerseits eben den Umgang mit Unterschieden, andererseits die Betonung von Gemeinsamkeiten. Und falls Sie das Thema noch mehr interessiert, kommt jetzt der Werbeblock. Es gibt, also meiner Kenntnis nach, zwei Bücher, die sich damit besonders auseinandersetzen. Das eine, deswegen Werbeblock, das habe ich geschrieben. Da finden Sie diese Beispiele drin. Und auch viele andere, falls das interessiert, und einen ganzen etwas intensiveren Theorieteil, den ich Ihnen heute erspart habe. Und andererseits ist ganz frisch herausgekommen das Buch Inklusion am Theater von Nathalie Melzer und Maria Wünsche. Die arbeiten in Hildesheim, kommen eigentlich aus der Translationswissenschaft und die haben einen ähnlichen Ansatz, wie ich ihn präsentiert habe. Während ich mehr auf mich auf Sprache und Bewegung konzentriert habe, gucken die sich den kreativen Gebrauch von Übertiteln an. Das ist also an sich ein ähnlicher Gedanke, aber eine vollkommen andere Umsetzung. Wobei ich sagen muss, falls Sie jetzt Praktiker, Praktikerin sind, die sich dafür interessieren, das sind keine Praxisleitfäden. Aber es gibt einfach viele Beschreibungen von Aufführungen, wo man sich mal überlegen kann, ob das für einen selber möglicherweise auch eine Strategie wäre. Und es werden natürlich viele Gruppen genannt, die in dem Bereich arbeiten. Ich selber bin nicht mehr in der Wissenschaft und auch nicht in der Praxis tätig. Wenn Sie wirklich ganz nah dran sein wollen, lohnt es sich vielleicht auch Nathalie Melzer zu googeln. Auf ihrer Uni-Seite hat sie einige Gruppen aufgeführt, die sie wissenschaftlich begleitet, die momentan in dem Bereich arbeiten, also kreativer Einsatz von Übertiteln in unterschiedlichen Städten, meistens in Niedersachsen, soweit ich das weiß. Können Sie mal gucken, falls Sie das interessiert und Sie dann noch ein paar Namen von Gruppen haben möchten, die tatsächlich in dem Bereich arbeiten. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, beziehungsweise, um jetzt T. Vero zu zitieren, ich hoffe, Ihre Aufmerksamkeit gehabt zu haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ansonsten ist da auch meine E-Mail-Adresse, also falls es Interesse gibt, gerne melden und ich melde mich zurück. Dankeschön. Gut, dann gibt es jetzt wieder eine Auswahlmöglichkeit. Entweder ihr bleibt hier im Bergpostsaal zum Diskurs auf die Bühne, Präsentations- und Vermittlungsform mit Dirk Förster vom LOB, Andreas Neder von der Lebenshilfe Kunst und Kultur oder Frau Metzel hier aus dem Haus Hellenau. Oder ihr geht eben rüber in den Nancy-Spiro-Saal, das war der dort hinten.